Here we go, tatsächlich. Es hat geklappt. Hallo Christine Alt, zu Gast heute bei Take Action. Hallo Christine. Hallo, Anja. Schön, dass es geklappt hat. Ja, wir haben ja mehrere Anläufe jetzt gebraucht, aber wir haben es jetzt tatsächlich hinbekommen. Das finde ich großartig. Und ich fange auch gleich an mit unseren 7 Fragen zu Take Action. Dann kannst du dich nämlich gleich vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Wie erklärst du es vor allen Dingen deinen Freunden und Bekannten? Ja, wer bin ich? Gute Frage. Ja, also ich heiße Christine Arlt. Ich bin Laufbahnberaterin, seit 2007 selbstständig und ja, habe irgendwann auch mal studiert, lang, lang ist her. Meine Freunde oder meine Familie wusste lange nicht, was ich eigentlich mache. Ich arbeite halt jetzt überwiegend mit Erwachsenen, aber auch eben mit Jugendlichen. Bei der ersten Berufswahl, die Fragen um zu dem Thema haben, wie entscheide ich mich, was ist wichtiger, Interessen oder Neigung oder eben das, was mir vielleicht einen guten Job versagt und ich viel verdienen kann. Aber das sind eben auch ja, Leute im Studium, Studienwechselthema oder Studienabbruch, duales Studium, so das, was jetzt so seit der Bachelor- und Masterreform Thema ist. Dann diejenigen, die fertig sind und vielleicht auch schon erste Joberfahrung haben und merken, es ist nicht mein Ding. Ich will eigentlich was ganz anderes machen. Wie mache ich es? Wie kriege ich es hin? Wie finanziere ich es? Ja, und das endet dann eigentlich mit denen, die irgendwann aus verschiedensten Gründen aussteigen oder aussteigen müssen. Sagen wir mal, dass sie es nicht mehr packen, dass sie vor dem sogenannten Burnout stehen, dass sie vielleicht auch schon eins hatten, wieder rein wollen, aber eben auf jeden Fall jetzt nur noch das machen wollen, was sie wirklich gerne tun und was ihnen eine Herzensangelegenheit ist. Und von daher ist das eigentlich etwas, was ich immer tun kann, und eigentlich auch jedem, denke ich, irgendwie mit Infos oder mit bestimmten Vorgehensweise ein paar Schritte begleiten kann, denn es ist eine prozessorientierte Arbeit. Das ist selten sowas eins zu eins. Also ich will jetzt meinen Lebenslauf überarbeiten oder können Sie mal mein Anschreiben anschauen. Du verstehst dich als Unternehmerin oder als Freiberuflerin? Wie ist so dein Selbstverständnis? Unternehmerin, ja, ich unternehme, ich habe was unternommen. Ich habe für mein Leben eine Entscheidung getroffen nach vielen Jahren. Sogenannter Festeinstellung. Ich habe also sehr viel eben auf Zeitverträgen gearbeitet, Projekte mit aufgebaut, manchmal auch mit abwickeln müssen oder dürfen. Kann man ja immer sehen, wie man will. Und von daher, ich tue etwas. Ich habe für mich Verantwortung übernommen, aber ich gehöre natürlich zur Kategorie der sogenannten Freiberufler. Also ich bin kein Großunternehmer, ich beschäftige keine anderen Menschen, sondern ich mache eigentlich alles, von der Recherche über, ja, Briefe schreiben, Rechnungen schreiben, etc. Und wie findet man dich? Also Laufbahnberatung, wenn ich weiß, Christine macht Laufbahnberatung, wie findet man dich? Also gut, du hast eine Webseite, aber kommen die meisten Leute über die Webseite oder wo bietest du deine Dienste an? Also es gibt verschiedene Wege. Am Anfang natürlich, als ich aus dem Job ausgestiegen bin, ich habe ja an der Uni gearbeitet im Bereich Career Service, da waren natürlich noch viele informelle Kontakte da, ne, zu Studierenden, Leuten, die bei uns auch so eine Ausbildung zum Tutor gemacht haben, also zum Beispiel auch Berufsorientierungsveranstaltungen, Workshops mit mir zusammen organisiert haben. Dann die Kollegen, die mich noch kannten, aber ich meine, je länger man weg ist, umso weniger wird das. Dann sind es natürlich Leute aus dem Freundes- und Familienkreis. Dann sind es Leute, die mich übers Internet finden. Und da ich ja ziemlich gut vernetzt bin, also verschiedene Berufsverbände und so weiter, also dort auch gelistet bin, ist das natürlich so ein Multiplikatoreneffekt. Dann gehe ich sehr viel natürlich immer noch auf Fachveranstaltungen, also zu den Themen, die mich meine Kunden fragen, ob es nun Existenzgründung ist oder weiß ich, Green Economy oder. Dort den Austausch pflegen mit den Kollegen und denke, das ist auch wichtig, dass man immer wieder mal präsent ist oder mal ist ein Interview in der Zeitung oder wie jetzt, so eine Chance zu haben, einfach die Leute können mich sehen, die können mich erleben. Auch das ist ein wichtiges Prinzip. Ich kann nicht mit jemandem arbeiten, der mich nicht
von der Sprache oder eben auch als Person, ja, die Chemie muss stimmen. Man muss Vertrauen haben können und man muss denken, oh ja, die weiß, wovon sie redet und die versteht das, was ich eigentlich will oder brauche. Und ich denke, das ist einfach. Bitte, Entschuldigung, ich habe schon Nee, gebraucht. Ich denke, das ist etwas, was, ja, was rüberkommt. Ja, also was die Leute auch merken, schon beim Telefonat. Viele nehmen ja auch erstmal telefonisch Kontakt auf. Und da sage ich schon, wenn mir die Stimme nicht gefällt und die Sprache ich nicht verstehe oder die Fragen, die die Frau mir stellt, dann lasse ich es sein. Und das sage ich den Leuten auch. Ich finde es gut und ehrlich, dann auch zu sagen, auch nach dem vielleicht ersten persönlichen Kontaktgespräch, ist nicht meine Welt. Oder ich glaube nicht, dass sie die Person sind, die mir helfen kann oder die mich berät. Genauso wie ich sagen kann, ich glaube nicht, dass es, der Mensch hat irgendwas an sich, mit dem kann ich nicht arbeiten. Also diese Freiheit finde ich toll, die kann ich mir nehmen. Ich bin nämlich nicht dafür angestellt und muss diese Arbeit tun. Ne? Finde ich einen großen Vorteil. Wie siehst denn du das? Also Laufbahnberatung, da ist man ja auch mit diesen Umbrüchen in dieser Arbeitswelt ja sehr direkt konfrontiert und bei den Menschen. Kann man eigentlich noch so eine Laufbahn planen? Oder wie sortierst du das so ein? Also, oder sind das immer nur noch so temporäre Laufbahnabschnitte, die man eigentlich nur noch planen kann? Also aus meiner eigenen Biografie, ich habe so ein richtiges, sag ich mal, Patchwork-Berufsleben hinter mir, bin zwar immer noch berufstätig, aber irgendwie diese Zeit, wo ich eben auch in Projekten für verschiedene Auftraggeber gearbeitet habe, ist ja eigentlich für mich doch zum großen Teil vorbei. Selbst gewählt auch zum großen Teil. Und es ist so, dass ich sagen kann, man hat ein Grundthema, glaube ich. Jeder Mensch hat ein Grundthema. Also für mich war es immer wichtig mit Menschen. Ich wollte was mit Menschen zu tun haben, was Kommunikatives. Aber auch etwas, was gesellschaftsverändernd, jetzt ist ein großes Wort, aber einen Einfluss hat. Nämlich, wenn Menschen sich entwickeln, dann verändern sie sich und sie haben die Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen in ihrer Umgebung, angefangen von der Familie, im Bezirk. Also ich mache jetzt heute dieses Think Global, Act Local. Das ist wichtig. Es gibt ganz viele noch, die natürlich, weiß ich, eine klassische Banklehre, eine Hotelfachlehre oder so gemacht haben und die dann irgendwann mal, oder auch die Schleckerfrau, ne, dann stehen sie alle auf der Straße und denken wirklich, ich kann nichts anderes. Oh weia, was mache ich denn jetzt? Aber eigentlich habe ich noch irgendwie so ein verborgenes Hobby, Interesse und würde ich nochmal neu anfangen, dann würde ich, Punkt, Punkt. Und damit ist eigentlich der Ansatz gemacht, zu schauen, was habe ich eigentlich alles für Talente, wo habe ich dann alles schon auch ganz andere Fähigkeiten von mir gelebt, gezeigt, also einzeln oder im Team. Und das ist ein guter Ansatzpunkt. Ja, jeder braucht, denke ich, so einen Anker im eigenen Leben oder auch wieder eine Verbindung zum sogenannten roten Faden. Was hat mich eigentlich schon immer interessiert? Oder was habe ich schon immer gemacht? Und vielleicht auch in verschiedenen Bereichen meines Lebens oder eben in verschiedenen Funktionen, in einem Job, in einem Betrieb oder so. Würdest du guten Herzens anderen auch das Freiberuflertum empfehlen, Unternehmertum? Ist das wirklich eine lebbare Option in unserer aktuellen Gesellschaft? Ich frage jetzt provokant, ich bin ja auch Freiberufler. Es ist eine vollkommen richtige Frage. Das sind auch Fragen, die mir oft gestellt werden von den Menschen, die das überlegen. Und da gibt es natürlich auch, kann man sagen, verschiedene Möglichkeiten rauszufinden, bin ich überhaupt so ein Typ? Kann ich das? Wie viel Risiko kann ich auf mich nehmen? Wie mutig kann ich sein? Wer stützt mich? Wer stärkt mich? Ja, wen habe ich, weiß ich, neben mir, hinter mir? Habe ich Erspartes und sonst was? Also einfach so reinspringen in einem Alter, sage ich jetzt mal von 40, 50, it ain't easy. Ja? Aber wenn jemand, wenn er frisch von der Ausbildung, von der Uni kommt, wenn er einfach sagt, oh, ich probiere das und das aus, ich gehe ins Ausland und so, der ist ja noch für mich, also die ersten 10 Jahre des Berufslebens ist man irgendwie noch auf der Suche. Man findet seinen Platz oder seine Stellung oder aber man switcht eben ein paar Mal hin und her. Und auch dieses, wenn ich nicht jetzt, sage ich so mal, schon mein Haus, mein Pferd habe, was ich auch alles finanzieren muss, dann geht es doch auch. Und trotzdem sollte dann, sagen wir mal, eine einigermaßen überschaubare Planung zu sein. Und wie viel
Planungssicherheit oder so jemand braucht, ist eben sehr verschieden. Also einer sagt, mir reicht's für 3 Monate, der nächste für ein Jahr. Und ich sage immer, sinnvoll ist, so Steps im Kopf zu haben von 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre. Und auch zu gucken, wo ist meine Basis, ne? Also wer kann mich eventuell auch finanziell und so weiter unterstützen, weil, sagen wir mal, mit Crowdfunding wird auch nicht jeder sein Projekt durchziehen können. Wenn wir das jetzt mal von dem Abstrakten ein bisschen konkreter machen, dein Weg ins Unternehmertum, wie bist du da konkret vorgegangen? Ich habe ja, wie gesagt, bis 2007 auf Vertrag, also Zeitvertrag, an der Uni gearbeitet. Ich habe natürlich eine gewisse Vorsorge getroffen. Ihr habt in den 10 Jahren, 15 Jahren davor. Ich hatte also das, was ich mir, sag ich mal, beiseite gelegt hatte für das Alter, das habe ich einfach eingesetzt. Da habe ich gesagt, so, das ist mein Background. Ich habe jetzt niemand anders, der mich finanzieren kann, also weder Eltern noch Partner oder Kinder, auf die kann man also auch ja nun in dem Sinne auch nicht bauen und sagen, sondern die können mich ja dann irgendwie auffangen. Gut, Freunde hat man, die, sagen wir mal, so scherzhaft, da kochen wir uns wechselseitig die Erbsensuppe. Aber wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich es mir nicht gebraucht. Also ich brauchte schon das Gefühl, also ich habe ja auch noch in der Phase eine gewisse Anschubfinanzierung gehabt. Da gab es noch Existenzgründungsgeld, ne, über die Agentur für Arbeit. Ich war ja dann auch erstmal arbeitslos gemeldet und habe auch diese ersten Monate genutzt, um mir genau über Businessplan, wo stelle ich mich vor, wie akquiriere ich, schaffe ich das alles alleine und so weiter. Und dann habe ich eben gesagt, ja, ich mach's. Also ich habe einfach gesagt, so, jetzt ist der Sprung ins Wasser notwendig, weil ich schon mehrmals im Leben eigentlich an dem Punkt war, zu sagen, ich würde lieber selbstständig was machen oder mit anderen Leuten was Neues aufbauen, aber nicht von, sag ich jetzt mal, staatlichen Geldern abhängig zu sein, weil ich das selber erlebt habe, wie ja doch relativ kurzfristig das mal schön ist, zu wissen, jeden Monat kommt Geld aufs Konto, aber es trägt mich nicht, ja, und das befriedigt mich nicht und vielleicht liegt es auch daran, dass ich nie so einen hohen Anspruch entwickelt habe. Ja, also meine Basis, also meine Wohnung, mein Fahrrad oder was auch immer, kann ich mir immer leisten. Ja, und das war für mich wichtig. Also auch zu wissen, ich kann in so eine Bürogemeinschaft gehen, ich muss nicht ein eigenes Büro betreiben. Das war ja für mich auch ein großer Schritt, dass ich da damals Also, darf ich 2008 nochmal? Schluss gemacht habe. Du hast entschieden, machst dich selbstständig, hast dann dich in eine Bürogemeinschaft, bist dann reingegangen und hast dann ein Schild an die Tür geklopft und hast gesagt, so, jetzt biete ich hier Coaching an, oder? Nein, also ich habe es eigentlich nur auf der Internetseite und mit meinen Kunden besprochen. Natürlich habe ich dann auch den Link dahin gelegt. Also der Hub Berlin war ja damals auch so eine neue Idee, war ja einer der ersten Coworking-Spaces hier in Berlin. Und dort war ja auch die Möglichkeit, dass du einerseits da deinen Arbeitsplatz haben konntest oder aber eben auch nur für Zeit deinen Beratungsraum mietest oder einen Seminarraum mietest. Und diese Möglichkeit hat mir sehr geholfen, eigentlich den Schritt in die ja weitere Selbstständigkeit zu machen. Heute mache ich es immer noch so. Ich arbeite, sage ich jetzt mal, meine Buchhaltung, so ein Kram mache ich zu Hause. Ich miete den Raum, wenn ich mit einem Kunden mich treffe, zu den vereinbarten Beratungseinheiten. Und ich habe aber da die Möglichkeit, zum Beispiel auch in einer Art Gemeinschaft, andere Selbstständige, ne, mit denen mich zu treffen, auszutauschen und dort auch mal zum Beispiel bei denen am Seminar teilzunehmen, um die Arbeitsweise kennenzulernen. Und so, das finde ich ganz wichtig, weil der wirkliche Einzelkämpfer oder die Einzelkämpferin in dem Fall bin ich ja, ist nicht so mein Ding. Also es ist einfach nicht auf Dauer gut und deswegen gehe ich auch gerne zu ja, Berufsverbandstreffen und so weiter, einfach um im Austausch zu bleiben. Weil sonst, sag ich mal, verliert man auch vielleicht ein bisschen die Richtung, ja. Die 15 Minuten sind schon rum, deshalb werde ich jetzt auf die Tube drücken und immer nur einen Satz von dir einfordern. Im Übrigen, du bist bei dem Coworking Space, ne? Da bietest Ja, jetzt bin ich wieder mit, ja. Sehr gut. Okay, also, welchen Fehler hättest du im Rückblick gut schenken können, wenn du es gleich besser gewusst hättest? So lange zu warten mit der Entscheidung. Sehr gut. Was musstest du dir erst aneignen? Wie hat es dein Leben verändert? Mehr Selbstdisziplin und Struktur im Alltag zu bewahren.
Was empfiehlst du anderen, ihr Thema zu finden und anzugehen? sich auszuprobieren und sich professionelle Unterstützung holen. Sehr gut. Gibt es irgendein Tool, was dir das Wichtigste ist in deiner Arbeit und was jeder andere Unternehmer auch nutzen sollte? Sich seiner eigenen Stärken und Schwächen aber auch klar zu sein, sich Unterstützung zu holen. Und dazu gibt es gute Möglichkeiten, also auch über Biografiearbeit zum Beispiel, da ranzukommen und auch dran zu bleiben. Das ist interessant. Was machst du jetzt im Anschluss nach diesem Hangout? Da werde ich mir erstmal einen schönen Kaffee kochen und nachher mit einer Freundin ihren Geburtstag feiern. Sehr schön. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich danke dir ganz herzlich, Christine. Nee, ich danke euch, mir die Gelegenheit gegeben zu haben, dabei zu sein. Sehr schön. Danke, Ocean im Hintergrund und bis demnächst. Bye bye. Ciao. Ja. Au revoir. Ciao.